Ja, mal gucken, wann muss man mit den Reifen dann wohl rein? Also ich habe jetzt 21% vorne links. Die Frage ist, was fährt man danach? Na, also wenn es so bleibt, also mir läuft noch ganz schön die, mir laufen noch die Tropfen vom Visier runter. Wenn ich in den nächsten 2-3 Runden müsste, auf jeden Fall Intermediates. So, jetzt mal rankämpfen hier. Konzentrieren! Denn hier fliegen Scheiße. Oh Gott, Dani, ich bin auch wieder! Ja, bleib links. Alter, wie siehst du da gerade abgeschossen wurdest? Von mir selbst. Und ich sag, gerade wo ich mich konzentrieren wollte. Und genau da mache ich natürlich den größten Fehler des Rennens. Es war bisher nicht fehlerfrei, aber es hat wenig. Oh, jetzt komm ich raus. Geklappt, ich auch. Alter. Was macht denn jetzt auf einmal da? Oh, zu spät gebremst. Jetzt hast du Vorsprung. Hey, was hast du gemacht? Auch nur weiter nach außen. Achso. Aktuelle behalten. Ah, ich aktuelle hab auch behalten. Alternative gekriegt. Wo mache ich denn gleich auf der Geraden? Mache ich mal meinen Frontflügelschaden reparieren aus. Von Rosberg habe ich ja den gelben. Ich mit Vettel. So, jetzt will ich mal innerhalb der Strecke bleiben hier. Ja, doch. Also, der RS wäre jetzt schon ganz cool, das kann trocken werden. Wetterbericht. So, jetzt hat's aufgehört mit den Regentropfen bei mir. Bei mir auch. Na, nicht ganz. Aber es wird weniger auf jeden Fall. Ah, doch so ein bisschen ist noch, ja. Ja, doch, 3 Runden müssen wir noch rauszögern, dann können wir je nach Prozentsatz noch 1-2 drauf warten. Was? Die Strecke trocknet ab. Sag Bescheid, wenn du Trockenreifen willst. Okay. Ja, jetzt muss man natürlich wieder den Zeitpunkt finden, wo ist es am besten, wo hat man immer noch die schnellsten Runden mit Intermediates im Übergang mit Gelb oder Weiß. Mhm. Stimmt, das ist jetzt die nächste Überlegung. Mit Weiß durchfahren oder rauszögern bis mit Gelb durchfahren. Weil 2 Stops kommt für mich persönlich nicht in Frage, würde ich jetzt mal behaupten. Das fände ich nicht so schlau. Okay, die Information behalte ich mal für mich. Ich glaube, die haben wir alle an der gleichen Stelle bekommen. Genauso wie die Strategieänderung immer. Naja, ist auch kein großes Geheimnis. Aber ich fahre halt nicht so gut. Ich dachte eben erst, ich komme an Felix ran, dann wollte ich mich wieder konzentrieren, dann habe ich es wieder verkackt. Also wenn ich hier irgendwie das Maximum rausholen will, dann schieße ich mich selbst ab. Ich merke langsam, wie die Intermediates einen Geist aufgeben. Ja, die Prozente sind auch ungewöhnlich hoch halt für Intermediates. Ich glaube, wir sind nie bis über 35% mit denen gefahren. Ich bin jetzt schon auf 100, Alter. 10,8 zum Hintermann. Oh, ich bin auch wieder raus. Jawohl. Ah, da hat Dominik jetzt Vorsprung as fuck, ey. Mm. 10,8 Sekunden wurde mir gerade angesagt. Ich glaube, das war der Abstand zum Hintermann. Baxenstopp. Ach du Scheiße! Das klappt niemals. Einer auf jeden Fall noch warten, oder? Wobei, Felix könnte dann wieder... Ich bin viel zu weit rausgekommen, Alter. Vor das Gras gefahren, zum Schluss. Also die Ansage, die ich gerade nicht sagen wollte, war eigentlich, wir fahren momentan definitiv noch die besseren Reifen, hat er mir gesagt. Aber wenn es so weitergeht und die Pfützen weiter so trocknen, dann müssen wir auf jeden Fall wechseln. Aber er meint halt, wir fahren auf jeden Fall noch die richtigen Reifen. Das war für mich eine sehr wertvolle Information. Die natürlich durch Felix jetzt widerlegt werden könnte, wenn er jetzt gut klarkommt. Ne? Hamilton ist... Oh Gott, da kommen sie alle, da kommen sie alle. Ich hab sie alle angebufft hier. Man hat die ganze Zeit so... Und wie sieht's aus mit deinem Reifen? Ey, jetzt drehen die mich hier raus! Okay, nicht gut. Doch, aber die fahren mir einfach drauf. Also ich glaube, wir haben so einen Vorsprung auch auf die anderen. Wobei, bei mir kann es drauf ankommen. Ich könnte mir halt einen Platz ergattern, wenn ich richtig wechsle und Felix wieder überholen damit.
Das Ding ist, wir haben eigentlich so einen Vorsprung. Wir können auch eine Runde verkorken auf. Verkorksen auf den Intermediates. Aber es kommt jetzt nicht auf die eine Sekunde an. Vor allem nicht bei dir. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich jetzt schon rein soll. Eine aktuell behalten. Ich habe zwar 44%, das ist was ganz schön Schlechtes für Intermediates. Felix wurde gerade überholt, habe ich auf der Map gesehen. Ich bleib noch draußen. Ah, verbremst, scheiße. Ja, aber es ist echt noch. Ich sehe auch gleich, wenn Hamilton wechseln sollte. Das sehe ich auch. Okay, der ist auch eingeblendet, sehr gut. Hamilton ist ja so als Dritter schon so ein Maß. Boxenstoppfenster ist auf jeden Fall offen. Ich muss einstellen, dass ich dann auch gelbe kriege oder der bietet mir eine Strategie an. Okay, haha. Okay, also bei euch beiden kann ich nicht mehr mitkämpfen. Jetzt kämpfe ich nur noch gegen CPU, dass ich den dritten kriege. Ah, es war viel zu früh. Aber ich bin auf hart gegangen. Alter, ich schwimme hier richtig rum. Was auf hart? Du, ja. Nicht auf medium. Ja, aber durchfahren nee. Dann. Ja, wir können jetzt mit gelb versuchen durchzufahren, aber das wird, glaube ich, hart auf der Strecke, Dominik. Nassere! Was macht der Junge? Kommt halt jetzt drauf an, Dominik, ne? Du kannst natürlich. Also, du musst ja nicht vollkommen am Limit fahren. Mit Weißen kommst du, denke ich, auch durch. Boxenstopp. Ich weiß nicht. Noch keiner gewechselt sonst. Felix, bei dir im Feld schon andere außer Grün? Nee. Ich denke, dass die jetzt oder nächste Runde reingehen. Er sagt mir Box, 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 aber eine bleibe ich noch. Ich will dann mit Gelb fahren und sicher sein, dass Trocken die richtigen sind. Aber ich laufen halt immer noch so ein paar Tropfen genau, auf das wollte ich gerade sagen. Runter. Bei mir auch. Zwar nur weniger, aber sie laufen. Oh, das ist schwierig. Das ist echt ein ganz schön taktisches Rennen jetzt geworden. Auch wenn wir natürlich nur mit einem Boxenstopp fahren, das geht mit zwei und drei Boxenstopps natürlich noch viel stärker. Nee, sorry Jungs. Eine muss ich noch. 53% auf Intermediate, so viel gelb. Aber Frontflügel lasse ich nicht reparieren. Nächsten Reifen gelb habe ich eingestellt. 6 Runden halten die doch, oder? Bitte? Die gelben? Wisst ihr die Lebensdauer von denen? Also auf dieser Strecke hier? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Wie, ich bin immer noch Zweiter? Ach, du warst drin? Okay. Ja. Stimmt, Vettel Dritter, dann war Hamilton jetzt auch drin. Oder Vettel hat ihn überholt. Ich guck gerade mal beim Vorbeifahren. Oh fuck, Dominik, du hast den perfekten Zeitpunkt erwischt. Der sagt mir jetzt gerade kurz nach der Box durch, dass wir jetzt wechseln sollten. Und ich habe gerade auch ganz schön Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, damit machst du jetzt sogar noch Sekunden gut, obwohl du es nicht mehr nötig hast. Ja, ich fahre jetzt auch Medium. Ja, du hast echt einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich gehe aber, glaube ich, trotzdem auf Gelb. Die wollen mich aber auf Weiß machen. Der ist aktiviert. Ich bin jetzt 12. Die wollen, das wird ein easy Kampf hier mit den Bots. Was soll ich machen? Die bieten mir Weiß an, aber ich will Gelb. Dann nimmst du Gelb. Jawohl. Erstmal Änderungen bestätigt, erkannt. Nice. Naja, dann nehme ich halt Weiß. Alter, was für ein Kampf hier gerade. Bitteschön. Zack, da bin ich jetzt. Okay, jetzt. Na ja, komm, mit Weiß mache ich nichts falsch. Hat Dominik auch. Da habe ich sogar noch die frischeren Weißen. Hat auch was. Anders als wenn ich mit gelbem Reifen Platz riskiere. Wobei, damit könnte ich mir Platz 1 noch holen. Ja. Da ist die Frage, lohnt sich das? Da muss Dominik ja noch zweimal ausfallen und ich noch zweimal gewinnen, damit ich da irgendwie den Titel streitig machen kann. Das musst du aber auch nicht machen. Hamilton hat auch noch. Ich glaube, der hat auch so einfach ist aber doof. Oh, Dominik, da kommst du ja schon. Fette Dritter, das gefällt mir natürlich. Der muss jetzt auch in die Box. Ich hoffe, ich blockiere den nicht. Stehst du noch? Ja, gut. Weißt du, 1,796 Sekunden, Leute. Ich hatte 2,9. Ja, bist halt trotzdem vorne, ne?
Boah, beide geholt in der Kurve. So, wird die Box jetzt langsam mal voll bei denen? Und was haltet ihr von den Reifen? Auf jeden Fall besser. Mir laufen jetzt komischerweise auch keine Tropfen übers Visier. Ich bin jetzt das schon kommt auf plus eine Sekunde. Oh, hier, Barrichello hat direkt einen rausgehauen. Das kommt, wenn du auf die noch nassen Streifen fährst von der Fahrbahn, dann spritzt es hoch. Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn. Ah ja, ist wieder ein ganz anderes Fahrverhalten jetzt. Oder ist es einfach nur der Eindruck, den man hat, also ich fühle mich sicherer? Ja, die Reifen haben mehr Grip, ne? Ah. Gucken, ob's noch... Ich fahr trotzdem nicht gut. Ja, ich auch nicht, aber mal gucken, ob es noch trotzdem so nasse Sektoren gibt. Hier beispielsweise so zwischen 2 und 3 mit dieser Doppelkurve. Also die eigentlich so ein Viereck ist, die man aber in 1 nehmen kann. Bevor es dann links hochgeht. Status Support. Ja, kein einziges Mal die CPUs gekommen, hat doch auch was. Aber hey Dan, ich hab hart, okay. Ich hab auf 18 Sekunden auf dich. Ich hab 10 auf Daniel. Und ich hab jetzt auch schon wieder 3 Sekunden zu Hamilton. Und ciao. Hamilton, okay, dann war Hamilton wahrscheinlich auch schon an der Box. Und Vettel ist jetzt oder so und hat dadurch seine Position wieder verloren. Der soll das jetzt aber mal zu Ende bringen. Vierter oder Fünfter, auf jeden Fall vor Rosberg. Punkte vor den Silberpfeilen holen. Dann wäre ich vor Hamilton und er vor Rosberg. Jeweils einen Platz besser, die Konkurrenten. Ich glaube, die Mercedes ist 18 Punkte vor Ferrari. Aber das ist ja wohl machbar. Hier im Schlusssport. Wow! Komm, tut euch noch mal ein paar Zeitstrafen. Machen wir es mal ein bisschen spannend. 18 Sekunden oder was? Oh, du fährst sogar ganz gute Runden, ne? Ach ja, du hast ja wieder deine Fetten. Nein! Da wäre ich ohne Witz. Und tschüss. Ich war fast, also wirklich fast. Alter, wie es geleckt hat gerade einmal. Ja, deine restartet. Orangenen Frontflügel. Was gemacht? Ja, ich hab ein bisschen, wollte auf Fett stellen, war aber in der Kurve. Oh, und dann ging der Reifen aber mal ganz geschmeidig in die Wand. Oh oh. Ey, und ich fahr grad echt eine Scheiße zusammen. Das ist alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ey, da geht mir jetzt richtig die Pumpe, die fängt ja jetzt erst an. Da war ich echt fast raus, ey, scheiße. Und ich rede noch, der Vettel soll das endlich mal durchbringen. Ja, so sicher ist das nicht. Okay, 11 Sekunden auf den Hintermann, sagt mir gerade Jeff durch. Das heißt, du hast gerade 6 Sekunden verloren. Das kommt gut hin, ich habe 2 große Fehler gemacht. Einmal mit dem Reifen und danach direkt, naja, 2 mittlere zu einem großen zusammengefasst, sagen wir mal so. Unnötig rausgekommen. Der eine, der war aber wirklich grenzwertig. Da hatte ich genauso ein Glück wie Dominik in Österreich mit der Boxeneinfahrt. Da hättest du auch eigentlich raus sein müssen. Genauso wie ich jetzt, also kann ich auch nicht meckern. Trotzdem, ich bin immer noch 4,5 Sekunden besser als die Runde davor mit Intermediates. Du warst in der Box, ne? Ach, stimmt. Nee, aber das war zur besten Runde der Unterschied, oder nicht? Eine grüne Zeit bin ich gefahren. Die wird ja nicht dann zur theoretisch, letzten. Ja. Ja, die wird ja nicht zur letzten gerechnet. Okay, dann war ich mit. Ja, mit Intermediate 10 Sekunden langsamer, es kommt hin. Zum Qualifying waren es ja 13 bis 15 Sekunden langsamer. Wobei, ich weiß nicht, ob ich Quatsch erzähle. Ist nicht hundertprozentig sicher, was ich hier sage. So, bis hierhin ist alles gut und jetzt habe ich hier die Fehler gemacht. Na, das akzeptieren wir doch mal. Oh, abkürzen? Nee, gibt's nicht, okay. Aber hat mir auch keinen wirklichen Vorteil gebracht, das war eher langsam. Sehr schön. Ah, nicht so schön, da komme ich raus, ja. Nicht abgekürzt, alles klar.
Jetzt haust du aber raus. Okay, ich habe eine 1,48 gerade gefahren. Ich habe jetzt hier eine Überrunder vor mir. 1,42, ja, knapp 7 fahre ich jetzt. Ist ja schon 12. von 14 Runden, Mensch, das ging ja echt schnell jetzt irgendwie. 1,41,8. Jo, da bist du aber auch wieder gut mit dabei. Was waren wir im Qualifying gefahren? Weiß ich nicht. 37 bin ich gefahren. Ach, stimmt. Ich darf hier nicht zu viel rumspielen. Aber Prozente sollten reichen, das war gut. Dadurch konnte ich jetzt noch ein bisschen auf Fett fahren, aber am Platz hat es mir ja trotzdem nicht gebracht. Noch nicht. Aber echt viele kleine Fehlerchen. Und ich glaube, das wird nächstes Wochenende dann in Japan auch nicht viel besser, wa? Ne. Ah, da komme ich aufs Gras, scheiße. Ist aber eigentlich eine schöne Strecke so. Mhm. Hat paar enge Kurven, paar schnelle Kurven. Auf jeden Fall. Und halt ein bisschen anspruchsvoll. Mhm. Was ich jetzt nicht so gut finde, aber. Mhm. Jo, 1,39. Da wird die Strecke jetzt ganz schön trocken. Wie sieht es mit einem Prozenten aus? Ja, jetzt gerade durch den Kies ein bisschen mehr. 38. 33. Krass. Ja, gut, das ist die eine Runde Unterschied. Bei dir? 38 auch auf dem vorderen. Okay. Aber ich bin jetzt die ganze Zeit fett gefahren. Hm. Trotz härterer Reifen. Oh, ich habe mich gerade verbessert, obwohl ich gerade so einen harten Fehler zum Schluss gemacht habe. Ah, ich war langsamer. Ah, da rückst du mir ja schon auf die Doppelkurve ran. Das sind trotzdem noch 11 Sekunden. Ja gut, dadurch, dass das so eine langsame Passage ist, zieht sich das ein bisschen zusammen. Ne? Hier habe ich immer Angst, dass ich mich selbst zur Seite rausschaufle. In einem, weiß ich nicht, 50 oder 100%igen Spiel wäre es jetzt geil, nochmal jetzt Regen. Kommt die Wolke einfach nochmal zurück. Ah. Denkt sich so, nö. Ey, ey. Oh. Ja, eine nach der anderen. Das Umfeld aber ansonsten nicht allzu extraordinär, ne? Ja. Ganz viele Ringschirme. So, ring, ding, 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 ding. Last round. Yeah. Ich fahre hier bei dieser Doppelkurve bei dem letzten Abschnitt gerne nach rechts raus und dann direkt links raus beschleunigen. Mhm. Das geht voll gut. Also wenn ich es da mal hinkriege, das verkacke ich selber meistens. Wobei das noch geht, da gibt es andere Passagen, die mir nicht so gefallen. Ich bin auf jeden Fall kein einziges Mal auch nur eine 1,40 gefahren, geschweige denn darunter, was Dominik jetzt glaube ich 3 Runden in Folge mindestens hat. Ja, jetzt aber nicht mehr. Musst ja auch nicht. Reicht ja anscheinend auch so. Hi, Karamba. So, noch eine der besten Passagen hier. Keinmal auf die Bremse, nur vernünftig lenken.
War das schon die letzte Kurve? Ja, das letzte Runde. Nein. Jawohl, nice, Gigi. Wie viel denn Folge? Ach, das weiß ich nicht. Ich habe aufgehört zu zählen bei 10. Nein, Spaß. Ja, einmal war ich Belgien dazwischen und einmal war Ungarn irgendein CPU nochmal vorne. Aber ansonsten hast du da seit den Anfangsschwierigkeiten abgeräumt. Und die übliche Reihenfolge. 2 von 3 stehen fest. Auch ich bin gerade noch ein bisschen übers Gras gefahren. Jawohl. Auch Giancarlo Fisichella. Und dann nähert sich Rubens Barrichello der letzten Kurve. Platz 1, 2, 3, wie die letzten Rennen zur Routine geworden. Jo, er macht hier die Zieleinfahrt. Ach so. Solange du keine Zeitstrafe hast. Wobei, das wäre auch egal gewesen. So, was haben wir denn? Hamilton, ja, okay. Vettel, ja, okay. Oh, Rosberg, 11. Jetzt hätte ich es gerne, dass man die Vorfälle, die da stehen... Ja, mal sehen kann. Ja, einfach sehen kann. Was war da tatsächlich? Ah. Weil, was ist denn passiert? Ja, bei euch steht Rosberg 11. Ja. Bei mir steht da Massa. Was? Warte, da muss ich kurz zurück. Ja, jetzt die Gesamtwertung. Ach so, bei der Gesamtwertung. Ich bin schon ein weiter. Muss ihn zurück. Jetzt weiter. Ah, okay. Trulli, Physiker. Oh, ich habe die 200 geknackt. Aber naja, Dominik, 43 Punkte voraus. Zweimal ausscheiden und ich zweimal gewinnen, dann habe ich dich. Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Vettel, Barrichello, warte, mit 120 Punkten. 120, ja. Ein Punkt vor Verstappen, sehr nice. Insgesamt snack ich mir. Ferrari 2 Punkte hinter Mercedes. Also, ich hab's gesagt, das wird knapp. Gehen wir mal zurück zur Session, würde ich sagen. Auf, ja, nächstes Rennen wird fast Vettel attackiert. Nee. Ja, wobei, du ja. Natürlich schon, aber der Vettel darf trotzdem aus meiner Sicht weiterpunkten. Für die Wertung gegen Mercedes. 2 Punkte Rückstand, das ist ein knapper Schlusssport. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuschauen. Japan und 4 weitere Rennen stehen noch an. Bis zum nächsten Wochenende. Tschüss.